Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Wir spielen heute BDSP Ubers. Und zwar, passt auf Leute, eigentlich wollte ich ja Arktos machen, aber ich hab's auch schon in die Beschreibung vom letzten Video geschrieben. Arktos ist actually gerade gebannt, weil das Problem mit Arktos ist, es hat als einzige Fähigkeit, wird er hier überhaupt mit aufgelistet? Da. Articuno hat als einzige Fähigkeit gerade Snowcloak. Weil man mit BDSP dieses Pokémon nur mit Hidden Ability kriegen kann. Das ist nicht möglich, die Ability auf die normale zu ändern. Aber Snowcloak ist gebannt. Die Fähigkeit. Das heißt, Arktos ist aktuell in seiner aktuellen Form grundsätzlich verboten. Weil die Fähigkeit Snowcloak verboten ist und es nicht möglich ist, ein Pressure Arktos gerade zu kriegen. Deswegen kann ich Arktos gerade nicht spielen. Deswegen spiele ich einfach Lugia. Also Arktos im Uber auspacken ist theoretisch, ich weiß nicht, ob Snowcloak im Uber verboten ist, bin mir gerade unsicher, aber nee, lass mal, wir packen hier Lugia aus. Lugia ist ja basically dasselbe. Ich meine, es ist ein Psychic Flying Type und Gala Arktos ist auch Psychic Flying Type und außerdem ist Lugia ja irgendwie Anführer vom Vogeltrio oder so, ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Wir probieren Lugia aus, ich habe noch nie Ubers gespielt tatsächlich. Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, in ein paar Metern ist es ganz cool. Also grundsätzlich ist es ganz cool, mir gefällt nur nicht, dass es, seit es Primal Groudon gibt, irgendwie eine Pflicht ist, Primal Groudon zu spielen. Das finde ich irgendwie uncool. Aber so generell mag ich Ubers eigentlich, optisch, gefällt mir sehr gut. Und ich habe ein bisschen Plan, was in Gen 4 Ubers abging, weil ich ein paar BKC-Videos dazu gesehen habe. Aber ich hab selber natürlich nie gespielt. Was wir heute machen, und das hier ist natürlich auch was anderes, aber es sind sehr ähnliche Pokémon erlaubt. Was wir heute sehen hier ist auf jeden Fall Lugia. Es gibt gerade noch ein paar Pokémon, die sind nicht released. Also wenn ich die Uber-Liste angucke, die ist gerade sehr klein. Weil sowas wie Deoxys noch nicht released ist und sowas, ne? Aber aktuell, ich habe ja auf jeden Fall ein Lugia mit. Das ist schneller als Adamant, Rayquaza. Und wir können den Ice Beam, den First Step, wir taken auch ganz gut Hits. Wir haben Multiscale als Fähigkeit. Das ist die Dragoran ansonsten hat. Also wenn wir voll HP haben, ne, nehmen wir weniger Schaden. Das ist unser Defogger. Dann haben wir Adamant Orb Dialga mit Zap. Ich habe erst Specs spielen wollen. Dann habe ich mir gedacht, Alter, ich spiele lieber Specs Palkia, weil Palkia 10 Base mehr hat und Base 90 irgendwie so der allgemeine Speedstat ist, den irgendwie jeder und seine Mutter hat. Außer Mewtwo. Ja, und Lugia, weil Lugia aus irgendeinem Grund viel schneller ist als alle anderen. Aber ansonsten, ne, Palkia ist irgendwie schneller als alles. Und da dachte ich, Alter, Rayquaza hat 95. Aber da dachte ich mir halt, ja, Palkia ist hier der im Specs rumrennt und Sachen deletet. Dialga kann sowas ähnliches. Dialga hat hier den Sub. Heißt, ich kann eventuell mal subben auf den Incoming Steel Type und den dann Earth powern. Man könnte drüber nachdenken, Modest zu gehen für mehr Damage. Aber ich sehe mich gerade erstmal bei Timid einfach, weil alles auf Base 90 ist. Hätte ich mehr Ahnung vom Meta, würde ich bestimmt Modest gehen. Aber ich habe diese Ahnung nicht. Und Adamant Orb verstärkt hier unseren Dracomito und unsere Flash Cannon. Dann haben wir Jirachi als unseren Steel-Type und Pivot auf die ganzen Drachen-Moves. Jetzt ist natürlich die Sache, eigentlich möchte ich ja gar nicht schneller sein. Eigentlich möchte ich das gar nicht. Ist jetzt unangenehm, dass ich mit Jirachi schneller bin. Ne, ist aber in Ordnung. Dann kann ich hier nämlich Thunder Wave. Ne, ist gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann kann ich die Mons Thunder Wave. Ist in Ordnung, dass ich schneller bin. Ich bin schneller als die Base 90er. Und ich kann die Thunder Wave. So. Dann haben wir noch Stealth Rocks. Die wollen wir nämlich mit Jirachi rauslegen. Wir haben U-Turn, um Sachen reinzubewitten. Und auf dem letzten Tag habe ich Wish. Jirachi kann gerade keinen Iron Head. Es ist sehr schade. Und nachdem, bevor ich jetzt hier irgendwas für Attacking Moves waste, nehme ich einfach noch einen Random Wish mit. Der kann bestimmt mal helfen. Ich glaube nicht so wirklich, aber vielleicht hilft er mal. Vielleicht hilft er mal. Jirachi kann ja gerade keine Moves. Vielleicht Ice Punch kann er ja gerade auch nicht. Also es ist alles traurig. Der kann gerade nichts. Und mit Wish habe ich immer noch ein bisschen Utility. Dann haben wir Kyogre. Vielleicht Healing Wish wäre auch eine Option. Kyogre auch Max Speed, Max Splash Attack kam mein Set mit Origin Pulse, Thunder und Ice Beam. Origin Pulse ist einfach Hydro Pump, aber mit 5% Accuracy mehr und doppelt so viel AP. Genau, und Thunder ist halt im Regen ganz geil, ne? Dann haben wir hier Specs Palkia, der böllert halt richtig rein mit Specs Draco. Wir haben auch Specs Spatial Rend. Wenn wir die Drops nicht haben wollen, haben wir halt ne 30 Base Power weniger, aber 5% Hitrate mehr, aber wir droppen halt unsere Special Attack, dass wenn wir das spammen wollen, haben wir den noch. Und dann haben wir Groudon mit einem Double Dance Set und genug Speed, damit wir auf plus 2 selber schneller sind als sowas wie Scarf Palkia. Dann sollten wir auch langsam wirklich alles dabei haben. Dann sind wir nicht schneller als plus 1 Rayquaza, also dann haben wir eigentlich fast alles abgedeckt. Und den Rest halt im Bullet, damit wir unser Setup auch rausbekommen. So, dann würde ich sagen, wir gehen rein. Keine Angst, Leute, ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Ich habe ein einziges Game in diesem Meta gespielt. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich bin komplett ratlos, aber hey, irgendwie muss ich Lugia ja benutzen. Irgendwie muss ich ja irgendwie drei Vögel voll bekommen.
Mann, man hätte mir, als ich Zapdos hochgeladen habe, schon sagen können, also bevor ich das hochgeladen habe, hätte man mir schon mal sagen können, dass Arktos gerade nicht spielbar ist. Was ist denn für eine Scheiße? Na, zumindest, wenn Pokémon Bank rauskommt, wird Arktos spielbar sein. Wenn Pokémon Bank rauskommt, wird Arktos spielbar sein. Weil dann kann ich mir mal Pressure raufziehen. Hoffentlich. Ich gehe mal davon aus. Normale Abilities wären schon ganz geil. Tatsächlich. Die meisten Legis sind ja halt gerade auf ihre Hidden Ability gelockt. Die können nichts anderes haben. Ich wäre ganz froh, dass ich hier mein Dürre und mein Drizzle haben kann, weil die haben sonst keine anderen Fähigkeiten. Aber sowas wie Lugia kann ja halt kein Pressure spielen, der muss Multiscale spielen. Was nicht schlimm ist, Multiscale ist cool, aber ne? Pressure wäre auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Weil gerade Lugia halt ein Monster, das öfter mal reinkommt, ne? Der hätte, glaube ich, ganz gerne Pressure. Ah, was haben wir da? Was haben wir da? Wir haben hier einen Togekiss. Den habe ich auch schon gesehen. Der könnte ganz cool sein, weil der immun gegen Drachenmoves ist. Wir haben ein Blaziken, von dem habe ich Respekt. Von dem habe ich in der Tat Respekt. Vor allem, weil Lugia den halt nicht hitten kann. Mein Lugia-Set zumindest. So, der wird mit, das ist HO, der wird Azelf leaden, Jox legen und in die Luft gehen. Von daher lead ich einfach mit Jachi. Oder Azelf. So, wenn du mich taunten möchtest, dann tu das. Joa, will ich hier probieren zu Stealth-Rocken? Nee, ich will U-Turn. Ich glaube, der tauntet mich. Nee, tut er nicht. Hätte ich mal gethunderwaved. Oder selber gedrockt. Wäre cool gewesen. Okay, dann gehe ich jetzt in Groudon. Hol mir meine Leftovers quasi ab. Bin wieder voll. Und gehe jetzt auf die Explosion back to Jachi. Einfach auf Explosion back to Jachi. Ich hätte meinen Groudon ganz gerne noch. Ich würde jetzt ungern mit Groudon getauntet werden. Das fände ich suboptimal. Und Jachi ist jetzt nicht so krass wichtig, vor allem weil er halt keinen richtigen Draco-Spammer hat. U-Turn. Okay, Azelf. Er will sein Azelf behalten. Auch nicht schlecht. Der ist halt fast, ne? Der ist halt in der Tat fast. Ich hätte natürlich auch einfach ein paar OU-Mons mitnehmen können. Die sind auch gar nicht schlecht, ne? Hätte man machen können. Aber irgendwie... ich habe auch das Rayquaza Thunderwaven. Mache ich auch. Aua, okay. Das sieht mir Bandit aus. Das sieht mir nach einem Bandit Earthquake aus. Das hat richtig wehgetan. Okay, wen geht's in Lugia? Wir haben Ice Beam. Da sollte Angst vor haben. Ich gehe jetzt für Defog. Dann haben wir die Rocks wieder weg. Schade um das Jachi, dass er mich jetzt einfach geearthquaked hat. Hallo, Giratina Origin. Mein Draco. Ne, mein Draco-Check ist leider nicht mehr hier. Suboptimal. Ich hätte meinen Lugia ganz gerne noch, weil es schwebt und ich damit den Earthquakes von Rayquaza entgehen kann. Wer kommt hier auf den Draco rein? Kyogre sollte einen nehmen können, aber dann wird das mit dem Carmine schwierig. Dialga kann im Zweifelsfall auch einen nehmen, aber dann haben wir einen Speed-Tie. Und Dialga ist schon ganz geil, vor allem weil er halt Flash Cannon und Earth Power hat und Sub und allem. Oder drückt hier einfach auf einen Geist-Move. Ich gehe auf Kyogre, kommt nicht mal. Let's go, Kyogre. So, Drizzle, Sonne weg und er geht für Thunderwave, bitter. Das ist bitter. Thunderwave Giratina ärgert mich gerade ein bisschen. So, gehen wir jetzt für Carmine? Es ist halt schon sehr strong. Komm, wir gehen für Carmine. Let's go, Kyogre. Let's go. Ist halt schade, dass du jetzt gerade slow as fuck bist, aber... Full Para. Fuck. Okay, der wird hier rein thundern. Holen wir erstmal die Sonne raus und gehen dann irgendwie... Ich habe auch keine Lust, dass er jetzt los Carmine. Ich thunder auch. Okay, I just got killed. Das sollte Specs sein, oder? Der macht das sonst nicht so viel. Geht's in Dialga und sub erstmal los. Ich hätte eigentlich einen Thunder leben müssen, der Specs. Oder Modest. Ich kenne die Rolls nicht. Ich habe keine Ahnung von Ubers. Ich habe nur ein paar Gen 4 Ubers Games gesehen und deswegen habe ich so ein paar Damage Rolls im Kopf. Aber wer weiß, wie aktuell die noch sind. Es wurden ja auch ein paar Move-Stärken geswitcht. Aber Draco-Stärke ist gedroppt, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass ich einen Draco genommen hätte. Wir subben jetzt auf jeden Fall erstmal hoch und hoffen, dass wir mit Dialga irgendwie ordentlich was machen können. Weil Dialga hinterm Sub, der ist schon gegen das Team. Ist schon nice. Und der Adamant Orb boostet halt unsere Flash Cannon und unseren Draco. Da können wir jetzt gleich schon ordentlich was mitmachen, hoffentlich. Da können wir schon ein bisschen leckeren Schaden verteilen. Jetzt hoffen wir, dass wir den Speed-Teil gewinnen und ich nicht direkt geparat werde. Der geht in Giratina Origin. Okay, Sub ist draußen. Und jetzt wird gedracoed. Vielleicht wäre es hier auch mit Leftovers gut gewesen. Da halt Sub-Leftovers, ne? Okay, er ist auf jeden Fall Max Speed, Shadow Bolt uns und Drop zu Draco. Okay, wir haben das Giratina. Gib mir den nächsten. Dialga wird hier was machen, Leute.
Vielleicht müssen wir gleich nochmal Lugia irgendwo reinwerfen. Aber das Coole ist halt, dass sein... Okay. Okay. Ich gehe in Lugia. Ich habe Whirlwind. Ich gehe in Lugia. Ich bin Fürst der Lugia. Swords Dance hoch. Okay. So, jetzt hätte ich natürlich gern Psychic Move. Den habe ich leider nicht. Aber ich Whirlwinde. Ich hätte meinen okay, er protected. Sehr schön. Da geht Whirlwind einfach sauber durch. Zack. Hallo, Togekiss. So. Ich habe keinen Bock auf Thunder Wave. Habe ich nicht. Ich gehe auf Groudon. Ich gehe auf Groudon und, ja, so ein Rock Polish und Sword Stance wäre nice. Er nasty plottet. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt werde ich tot geflincht. Jetzt passiert es. Ich probiere einen Rock Polish. Groudon. Shit. Groudon, probier nochmal. Dodge dem Air Slash. Shit. Naja, ich meine, Chance, dass man von Air Slash geflincht wird, ist höher als die, dass man nicht geflincht wird. Von daher war abzusehen. So, Palkia. Ja, in der Sonne mal schwierig. Wir gehen in Dialga. Wir gehen in Dialga. Und ich drücke hier einfach direkt auf Flash Cannon, oder? Ja, machen wir. Machen wir. Ich habe hier nicht groß die anderen Optionen. Hier jetzt Zubben klingt für mich nach einer nicht so schlauen Sache. Es wird aber ein schwieriges Matchup für mich jetzt. Togekiss lebt noch. Fuck. Dazzling Gleam killt mich nicht. Oh. Ich lebe den Dazzling Gleam. Da geht es halt aber trotzdem gleich im Blaziken und protected einfach auf meinem Gesicht, ne? Dem werde ich nicht entkommen. Ich kann aber das Togekiss killen. So, und jetzt wird er am Blaziken gehen und protecten. Worauf ich hart in Palkia gehen sollte. So, der wird jetzt hier tacken, weil der weiß, dass er sonst stirbt und deswegen gehe ich jetzt auf Palkia. Oder er Swords Danced einfach in meinem Gesicht und hätte einfach zu Earth Power sterben können. Das ist jetzt unangenehm für mich. So, Spatial Rant sollte killen, aber ich habe gerade Angst. Tacked it. Okay. Spatial Rant geht in den Protect. Ich Spatial Rande nochmal. Komm schon, Palkia, leb. Leb, Palkia. Do it. Do it, Palkia. Lebe den Close Combat. Haben wir nicht gelebt. Fuck. Ja, okay, das ist, glaube ich, over. Das ist, glaube ich, sehr over. Dass er einfach direkt SD hat. Ich hätte einfach Earth powern sollen und einfach sein Leben beenden sollen. Das wäre es gewesen. Und ich muss hier Whirlwinden. Kyogre reinbekommen. Hallo. Ja, da mache ich nichts gegen. Ich habe leider nur Ice Beam. Nee, das kann ich aufgeben. Ja, das kann ich aufgeben. Ich habe nur Ice Beam. Shit. Okay. Wie hätten wir das anders regeln können? Ich hätte halt einfach Earth powern sollen. Hätte ich den geearthpowered auf den SD, das war ein krasser Play von ihm. Hätte ich auf den... Oder er hat einfach gedacht, ich bin Specs. Aber dann hätte er ja die Flash Cannon nicht überlebt. Also er hätte eigentlich wissen müssen, dass ich nicht Specs bin. Dass ich den Move wechseln kann. Dann hätte ich einfach das... Hätte ich ihn mit Earth Power deleten können. Das ist kein Ubers Team. Aber be my guest. Be my guest. Clef sieht solide aus. Aber ich habe halt Dialga. Dialga sieht halt einfach... amazing aus. Umbreon wird ein bisschen nervig. Umbreon wird generell nervig. Da muss ich irgendwie mit Groudon drauf SD'en. Kyogre. Der ist auch nice mit Carmine. Ich glaube, ich sehe mich im Dialga-Lied. Einfach, weil ich denke, der will vielleicht Fortress. Genau. Genau. Und dann kann ich einfach auf dem Subben und das Fortress kann nichts tun. Der kann jetzt halt ein paar Hazards legen, aber soll er machen. Ist mir egal. Zack, Sub draußen. Die Spike. Okay, unangenehm, aber mein Defog auf Lugia macht das schon. Und jetzt Earthpowern wir das Fortress. 35, Speed Death Drop, nice. T-Spike weiter, soll er machen, kein Ding. Gleiscore, okay. Mal gucken, ob der schneller ist als ich. Ich drücke einfach mal auf die Flash Cannon. Ist er nicht. 51, Earthquake den Sub. Und jetzt droppe ich meinen Draco und hoffe, dass das Gleiscore einfach droppt. Okay, Gleiscore ist dead. Schild hat nicht gemattert. Der hat nicht gemattert. Wir haben gerade gesehen, dass die Flash Cannon 51 macht. Dann macht der Draco Meteor auch ein bisschen mehr als 61. So. Gleiscore dead. Gib mir den nächsten. Ich bringe gleich noch Lugia rein und Defog. Dann sind die T-Spikes wieder weg. Dann haben wir das Problem gelöst. Aber Gleiscore klingt auch nicht schlecht. Ne? So ein Spidef Gleiscore mit Protect oder so. Klingt solide. Klingt, als könnte man das spielen im Ober. Raikou. Okay. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Defog. Aber ich könnte Jachi gehen. Auf
Thunderbolt, okay, 38%. Direkt geparat. Das ist jetzt doof. Und U-Turn. Direkt Full-Para gefressen. Das ist auch doof. Also mein Jachi hat das mit dem Jachi sein noch nicht verstanden. Noch eine Full-Para. Amazing. Absolut amazing. Wer braucht Momentum? Ich nicht. Thunderbolt Para into Double Full Para, das ist mein Jam. Das gehen wir wieder in Dialga. Jetzt haben wir nämlich keinen Drop mehr drin. Jetzt Earth Power ich das Raikou einfach. Ich sub hier auch nicht. Ich habe zu viel Angst vor sowas wie Umbreon oder so. Fortress wieder. Okay. Interesting Maneuver. Die Earth Power dich jetzt nochmal. Hallo Umbreon. Ja, okay. Das ist okay. Du kannst kein Toxic. Ich gehe jetzt auch Lugia und defog den Shit hier weg. Yawn. Nervig. Auf jeden Fall nervig. Ich double in Dialga. Ich krieg meinen Mon schon irgendwie rein. Wish. Ja, okay. Auf Fortress oder back to Lugia? Fortress. Okay. Tu das. Kein Ding. Ich defog jetzt erstmal die T-Spikes. Spikes. Ja, normale Spikes sind in Ordnung. Die sind in Ordnung. Völlig in Ordnung. Groudon oder Kyogre? Ich glaube, Groudon SD ist jetzt hier ein valider Play. Dürre, legt weiter an Spike. Da kann auch nicht drauf Volt switchen. Und jetzt wird Swords danced. Milotic. Du, ich weiß nicht, ob dein Milotic so Bock hat auf ein plus 2 Element Groudon Precipice Blades. Da weiß ich nicht, ob der so Bock hat. Wir kalken das mal. Groudon. Custom Set versus Milotic. Wir sind auch in der Sonne, das heißt, dein Water Move macht jetzt auch nicht so krass viel, ne? So, Precipice Blades auf plus 2 gegen Voll Fist-Dev. Ja, das killt halt. Ich muss es nur treffen. Was ich tue? Ja, Milotic ist weg. Milotic ist weg. Kein Groudon-Check. Zumindest nicht Swords Dance. Base 150 Attack. So, wer stirbt als nächstes zu Precipice Blades? Clef. Mal gucken, ob du unaware bist, ne? Finden wir es heraus. Yes, aber ist trotzdem too hit. Moonblast macht 32, das ist jetzt nicht so viel. Und dann aufgegeben. Ja, Groudon hätte ich auch hops genommen. Aber so richtig. So. Okay, wenn wir jetzt ein Game haben könnten, ne? Und ich werde am besten nicht Thunderbolt Para into Double Full Para. Das wäre ein Traum. Ich meine, ich habe trotzdem gewonnen, aber der hat auch ein OU-Team gespielt. Wäre auch traurig gewesen, wenn nicht. So, da haben wir einen Rayquaza und einen Blaziken King und einen Kyogre. Also wir haben schon ein Uber-Steam. Was das Gardevoir da macht, weiß ich nicht, aber es ist eine Fee, also es hat bestimmt einen Use. Scarf Gardevoir oder so bestimmt. Haben wir einen Jachi für. Generell, die Rocks sehe ich hier auf Metagross. Ich glaube, Groudon macht einen soliden Lead, oder? Oder Dialga. Na, der Earthquake nicht. Hier der Groudon. Hier ist Gengar. Okay. Kleb halt einen Hit. Ich könnte hier erstmal Rock polishen. Ich glaube, das machen wir. Nasty Plot Gengar. Im Lead. Ist der Sash? Der ist doch Sash, oder? Sonst hätte er doch jetzt nicht Nasty plottet. Ich Precipice Blades da einfach rein. Ich meine, Groudon direkt losen wäre natürlich bitter. Oh, ist er nicht. Okay. Okay, wir haben Gengar gekillt. Hat er gedacht, er ist Levitate, oder? Weiß es nicht. Hallo, Kyogre. So, der ist jetzt unangenehm für mich, weil Carmine Kyogre wäre schon strong. Deswegen würde ich jetzt in Palkia gehen und den Spatial renten. Weil Kyogre hat keine Recovery. Außer der ist ein Rest-Talker. Ist er nicht? Okay. Will ich hier einen Draco droppen? Ich glaube, ich will hier einen Draco droppen. 76%. Carmine, da kommt er. Lebt der denn jetzt noch? Ah, nicht unwahrscheinlich, ne? Aber ich nehme den Damage, glaube ich, einfach. Ja, hat er gelebt. Und da kommt der Thunder, der killt mich. Aber Kyogre ist basically dead. Das ist ein Trade, mit dem kann ich arbeiten. Wir gehen hier erstmal für den Speedtie, ne? Speedtie sind meine Spezialität. Dialga. Custom Set, wie viel machst du gegen Kyogre? Earth Power macht 20% Min, wenn er jetzt auf plus 1 Bedef ist. Killt immer noch. Ich gehe für Earth Power. Okay, Kyogre ist dead. Das ist wichtig. Ich wollte einfach jetzt nicht mit Draco. Erstens wollte ich nicht missen, zweitens wollte ich meine Stats nicht droppen und drittens genau das. Okay, Dialga.
Du hast das. Du machst das. Du bist nicht choice. Du lebst nicht von Gardevoir und killst den. Du earthpowerst das Metagross. Auf Blaziken würde ich instant erstmal subben, weil der will protecten gegen mich, wenn der reinkommt, aber sowas von. Und Rayquaza kann ich direkt wegdrakonen. Ne, der ist schneller als ich. Aber ich lebe mit, also ich könnte ihn direkt wegdrakonen. Aber ich glaube, wenn der Rayquaza geht, gehe ich einfach erstmal hart auf Lugia. Ich würde meinen Dialga ganz gerne noch behalten. Vielleicht sollte ich Lugia doch irgendwie einen Flying Move geben. Aber ich mag eigentlich den Ice Beam für... Ja, wobei... Der hilft dir halt, der hilft mir gegen die Drachen ja auch nicht, nur gegen Rayquaza. Ein extra für Rayquaza? Nee, komm, wir scheißen auf Ice Beam. Wir spielen Arrow Blast. Immer noch valid? Yes. Scheiß auf Ice Beam. Wir spielen ab jetzt Arrow Blast. Dann können wir halt die Blazikens besser checken. Auch wenn Ice Beam halt ganz cool gegen Drachen ist. Und da ist mein Gegner auch einfach gegangen. Wie lange ist er denn schon weg? Wie lang ist er denn schon weg? Aber es ist auch ein offensives K-Mindset. Das ist nicht irgendwie so ein Rest-Set mit Scald. So Crow Ogre. Klingt aber auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, für Mono-Scald-Coverage gibt es ja doch ein bisschen zu viele spezielle Drachen, die dein Leben zerstören. Was mit Karma natürlich auch nicht mehr so tragisch ist. Mal gucken. Vielleicht ist das ein Ding, das man spielen kann. Vielleicht ist es das. Oder halt nur Jest auf einem Karma-Set mit Scald und Ice Beam. Und dann hat man. Und dann hat man auch irgendwie eine Heal-Bell in der Hinterhand oder so. Wäre es vielleicht auch. Und dann haben wir gewonnen. Amazing. Absolut amazing. Bestes Game, das ich jemals gespielt habe. Kann mir nichts Besseres vorstellen. Okay, das sieht mir nach einem richtigen Game aus. Oh, da ist ein Blissey, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber klar, Blissey ist valid. Vor allem bei meinen 100.000 speziellen Mons. Ich meine, ich habe einen Groudon. Groudon wird ihm meine Wincon. Irgendwann muss ich mal einen Rock Polish rauskriegen und Dinge zerstören. Aber die Frage ist, wann, ne? Die Frage ist, wann. Rocks hat er hier auch auf Blissey. Wir lieben mit Jachi. Ich glaube, ich sehe mich bei Jachi Lead in... Na, sehe ich nicht. Ich sehe mich nicht bei Jachi Lead. Ich habe gelogen. Ich sehe mich bei Palkia Lead, weil wenn er mit Giratina O leadet, dann habe ich aber ein Problem. Leadet Dialga. Okay, Specs Palkia. Killt der Dialga? Palkia. Ich bin schneller. Das bin ich. Aber kill ich Dialga? Kill ich. Ich kille Dialga mit einem Specs Draco. Komm, machen wir. Probieren wir mal. Und er bleibt drin und er ist ein Bulky-Set. Shit, RIP Palkia. Ne, geht für Jox. Ah, Jox Dialga. Klar. Jox Dialga. Habe ich vergessen, dass das ein Ding ist. Jetzt gehen wir erstmal in Jachi. Jetzt gehen wir erstmal rüber in Jachi. Leben seinen Draco. Oder Dragon Pulse, meinetwegen. Und legen einen Spike. Einen Spike. Legen einen Jock und haben auch einen Jock draußen. Ist glücklich. Thunder. Cool. Soll ich noch Thunder Waven irgendwie? Komm, machen wir noch Thunder Wave auf das Dialga drauf. So. Ist der schön slow. Kann man den mit einem Groudon killen. Dann setzen wir einen Wish raus. Okay. Und dann U-Turn darüber in Groudon, ne? Zack. Kann er mich auch gerne irgendwie angreifen. Ich recover das. Kein Ding. Full Para, okay. Wir werden niemals herausfinden, was er gerade vorhatte. Niemals werden wir es herausfinden. Und jetzt ist Zeit zu Swords Dancen, oder? Mal richtig schön Druck machen. Wenn der in Giratina O geht und dann fetten Stone Edge kassiert. Ich glaube, da sehe ich mich. Giratina Origin. Hallo. So, wie viel Speed hat ein No-Speed Giratina Origin? Giratina Origin. Der ist Base 90, auch Base 90, ne? Ja. So, wie viel nimmt denn der jetzt von meinem Groudon? Custom Set. Nothing nimmt der. Nothing. Der wispt mich einfach. Finde ich nicht gut. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch erstmal wieder in Jachi und Thunderwaven den. Weil wir sind ja schneller. Wir sind ja schneller. Draco Meteor. 28. Okay.
So. Und dann würde ich dir jetzt Thunderwaven. Dialga ist wieder hier. Doof. Dialga, was machst du hier? Kannst du nicht hier sein? Ist das eine Möglichkeit? Der recovered alles mit Lefties hier. Alles recovered, der. Setz nochmal ein Wish in die Welt. Thunder. Nothing. So, wen holen wir rein? Wem machen wir Druck? Ich krieg halt keinen Druck aufgebaut wegen das Blissey. Es ist ein bisschen schade. U-Turn wieder rauskommen. Wieder Groudon rein. Wieder Groudon rein. Let's go. Dragon Pulse. Nothing. Zack, wieder full. Dann sind wir wieder Sword Stance. Hallo, Giratina Origin. Hallo. At Giratina Origin. Gehen wir jetzt wieder an Jachi? Ich brauche noch ein bisschen Chip. Doch, ich gehe erstmal wieder an Jachi. Ich kann ihn ja irgendwann mal Stone Edge. Erstmal wieder ein Jachi. Ich brauche noch ein bisschen Chip. Draco Meteor, 32. Aufgegessen. So. Und jetzt U-Turn da auch ein. Shadow Sneak. Rip. Okay. Ich habe vergessen, dass Giratina in der Tat Shadow Sneak beherrscht. Das ist mir entfallen. Jetzt gehen wir in Palkia. Er muss auswechseln. Er muss auswechseln. Deswegen doublen wir in Groudon. Oder wie Spatial Genten erstmal, wenn er in Blissey geht, dann können wir erstmal den Damage scouten. Boom. 27. Dies ist ja auch ein Damage. Jetzt gehen wir in Groudon. Thunderwaven kann er mich nicht. Toxic hat er nicht. Hat auch kein Toxic gerade, oder? Heal-Bell. Das ist nervig. Das ist nervig, in der Tat. Jetzt Stone Edge schon wieder den Giratina Origin Switch? Ich glaube schon. Hallo, Giratina. Komm, wie viel macht die Stone Edge? 30. Das ist doch solide. Das ist doch solide. Und Dialga lebt auch einen Hit. Dann kann ich jetzt in Dialga gehen und Speed-Type forcen. So. Wir gehen rüber in Dialga. Wir gehen jetzt rüber in Dialga. Und dann forcen wir den Speed-Type. Wir essen erstmal den Draco. Oder den Shadow Ball. Aua, 50%. Der tut schon weh. Er hurtet schon. Wir drücken auf Flash Cannon. Er geht in Blissey. Okay. Wir haben auf jeden Fall den Switch geforst. Und die Jocks sind auch noch draußen. Back to Groudon. Wir machen hier den Druck mit Groudon. Groudon ist hier unser Breaker of Choice. Toss. Dann wird gerockt polished, damit wir auch definitiv schneller sind. Hallo Mewtwo. Groudon gegen Mewtwo. So, und Precipice Blades auf plus minus 0 machen 73%. Und Mewtwo's Ice Beam mit Life Orb killt mich. Ich brauche also noch Chip auf dem Mewtwo. Also sack ich Dialga oder? Also meine Groudon ist ja meine Wincon. Ich sacke Dialga. Ich werde am Ende mit Rock Polish Groudon gewinnen. Geht für Wisp, okay. So, und jetzt droppe ich einen Draco. Blissey wieder drin, okay. Aber ich habe meinen nötigen Chip auf Mewtwo. Wenn das nächste Mal Jocks reinkommt, ist der dead. Blissey kommt rein, nimmt 28 von Draco. Ich habe meinen Dialga-Sack noch. Gehe jetzt wieder zurück auf Groudon. Dürre draußen. Softboiled hoch. Soll er machen. So, es wird gepolished. Der Stein wird jetzt hier gepolished. Mewtwo. Ah, der ist. Warum hatten wir. Ach, der ist Leftovers. Fuck. Unangenehm. Ich sack Dialga. Ich muss irgendwie anders Damage auf das Mewtwo kriegen. Weil ein Wisp mit Groudon fressen ist es halt nicht. Das ist es halt nicht. Kill mich ruhig. Das wirst du jetzt tun. Danach gehe ich auf Kyogre und werde anfangen zu Carminden. Muss irgendwie Damage auf den Mewtwo kriegen. Geht wieder ein Blissey. Okay. Frisst den Draco. Ich gehe jetzt in Groudon und dann drücke ich einfach auf Precipice Blades. Post mich, ja. Unangenehm. Ich drücke jetzt auf Precipice Blades. Mewtwo, okay. Komm, mach einfach Schaden mit Precipice Blades. Das kann ich killen, aber 49%. Der ist ja so bulky. Ist einfach Max HP? Er ist Fist-Death Mewtwo. Verrückt. Aber wenn er Fist-Death Mewtwo ist, ist er dann slow? Wie Fist-Death ist der denn? Der ist voll Fist-Death, der ist auch bold. Und dann ist der auf
296 Speed. Ist immer noch schneller als Groudon, aber ist langsamer als sowas wie Kyogre. Okay, ich zacke die Alga. Er würde sie probably recovern. Ja. Okay, aber Kyogre ist schneller. Den hole ich jetzt rein und drücke auf Calm Mind. Und dann haben wir hier aber ein Set auf dem Feld. So. Blissey. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich habe einen Calm Mind draußen. So. Kyogre. Custom Set versus Blissey. So. Plus 1 Origin Pulse macht 48% im Regen. Blissey dead. Okay, wir haben Blissey besiegt. Wir haben Blissey besiegt und wir haben ein plus 1 Kyogre draußen. Hallo Dialga. Okay. Kyogre. Plus 1 gegen Dialga. Super Support. Origin Pulse macht 40,5. Da gehen wir für. 41. Okay. Dann erlebe ich. Bitte nicht geparat werden. Kyogre! Es läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. So, Origin Pulse nochmal. Wir leben den Thunder, aber wir killen das Dialga. Wenn wir durchkommen, was wir tun, und wir treffen auch. Okay. 2 Kills für Kyogre. Sehr schön. Wir kommen dem Groudon-Sweep näher. Wir müssen nur irgendwo unser Setup noch bekommen. Aber ne, in der Theorie kommen wir näher. So. Ich habe halt noch Angst vor dem Mewtwo. Aber seine Switch-Ins. Ich meine, wir können auch mit Palkia halt. Eigentlich können wir mit Palkia sweepen, to be honest. Wie viel macht Palkia gegen Fullstuff Mewtwo? Palkia. Custom Set gegen Mewtwo. Max HP und Max Fistev. Spatial Rent macht 71%. Da in der Theorie, ich brauche ein bisschen Chip und dann gewinne ich eigentlich mit Palkia. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Hallo Mens. Scarf Mens. Gruselig. Ich sollte, glaube ich, Hard Lugia gehen, bevor der jetzt hier mit Scarfmans irgendwie Dinge tut. Ich gehe auf Lugia. Bevor der jetzt hier irgendwie Dinge tut. Outrage rein. Für 36. Darauf erstmal Justen. Ist jetzt confused. Okay. So. Braucht mein Lugia healthy. Von daher werde ich jetzt hier einfach mal. Will ich hier defoggen? Ich will hier weiter roosten. Ich hätte gern später den Damage auf Mewtwo noch. Hallo Mewtwo. Hallo. So, was hast du jetzt vor? Ich geh einfach einen Kyogre, egal was passiert. Ich gehe einfach einen Kyogre. Taunt. Okay. Okay. Kyogre ist in the house. Und Kyogre geht jetzt für Ice Beam oder Origin Pulse? Origin Pulse wäre halt krass gegen Mewtwo. Aber Ice Beam wäre gut gegen alles. Und ich glaube, der will halt nicht, dass Mewtwo gechippt wird. Und ich, I mean, selbst ein bisschen Chip auf Mewtwo wäre halt schon in Ordnung. Also Ice Beam Chip würde mir schon reichen. Geht auf Giratina Origin? Komm, komm durch, Kyogre. Schade. Instant Full Para. Unangenehm. Habe ich eine Option, hier rauszuwechseln? Habe ich nicht. Ich gehe für Ice Beam. Ich kann hier nicht auswechseln. Shellcode in meinen Kyogre. Schade, aber machst du nix. Jetzt gehe ich eigentlich einen Groudon, oder? Ich meine, ja, ich gehe einen Groudon. Ich brauche ja nur Chip auf Mewtwo und dann gewinne ich ja einfach, indem ich Spatial Rent drücke dreimal. Außer es ist halt wirklich Scarfmans. Ich polish. Ich polish hier. Ich habe halt Angst, dass der Eis. Wobei, warte mal. Warte mal, Groudon. Groudon, Groudon, Groudon. Custom Set versus Mewtwo ohne irgendwelches Investment mit Ice Beam. Ice Beam macht nicht genug. Ich kann hier Rock polishen. Pain Split. Nervig. Nervig auf jeden Fall, aber nicht der Weltuntergang. Soll ich Rock polish? Jetzt Swords Dance ich. Bin auch schneller als Mens auf plus 1. Draycode, okay. Müsste ich halt nur noch einen Shadow Sneak irgendwie leben, aber es sieht nicht schlecht aus. Jetzt muss ich ein paar Hits treffen. Bitte hit die Stone Edge. Okay, Stone Edge connected, Giratina dead. So. Ah, jetzt kommt halt Rayquaza mit E-Speed. Klar, klar. E-Speed, E-Speed. Aber to be honest. Ist mir, glaube ich, egal. Ich Stone Edge rein. E-Speedet mein Groudon. Okay. E-Speedet mein Groudon, nimmt Live-Op-Schaden. Ich gehe jetzt in Palkia, bin schneller.
drücke Spatial Ramp. So. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Staffmans, aber ich glaube, es ist mir... Wie speedet mich nochmal? 42? Okay. Spatial Ramp, Rayquaza dead. So. Ah, Mewtwo ist halt scary, ne? Aber wenn er jetzt in Mewtwo geht... Mewtwo gegen meinen Palkia. Er geht hier in seinen Scarfmans. Ich gehe hart Lugia. Wie macht denn Lugia mit Aeroblast gegen Salamence? Nicht viel. Warte mal, wir nehmen mal das HP und das kommt da raus. Immer noch nicht genug. Ich muss hier roosten. So, jetzt nochmal roost. Ich muss so healthy werden wie möglich. So. Und jetzt auf dem Mewtwo Switch Whirlwinden. Sehr schön. Genau das wollte ich. Zack. Whirlwind Mewtwo raus into Mance. So, und jetzt ist er nämlich in Range von Aeroblast. Nur die Frage, ob er nicht jetzt versucht, nochmal Mewtwo reinzuholen. Ich gehe für Aeroblast. Nee, er geht für Defog mit Mance. Und damit droppt jetzt das Mance. Critical Hit, der hat nicht gemattert. Und ich krieg mit Aeroblast immer genug Chip auf das Mewtwo, um mit Palkia zu killen. Und die Frage, ob er nicht einfach meine AP ausstort mit Recover. Ich glaube, das kann er nämlich tun. Hier für Aeroblast, er wispt mich. 30% mache ich. Aeroblaste. Er hat Ice Beam als einzigen Attacking-Griff. Okay. Ice Beam als einziger Attacking-Move. Für den Palkia, von dem einen Ice Beam Palkia, Custom Set versus Mewtwo. Ice Beam bis zu 29. Ich gehe jetzt hart Palkia. Ich darf ihn nicht hier recovern lassen for free. Recovered, so. Palkia versus Mewtwo. Er ist in Range von Draco. Ich drück den Draco. Und ich habe gewonnen. Nice, okay. Geiles Game. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann erstmal beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal. Tschüss.